Der Faden im Gewebe ist er noch so leuchtend schön, kann nie von seinem Platz aus des Teppichs Muster sehen. Der Gipfelstein des Berges ist dort, weil er da sein muss, ist er dann deshalb besser als der Stein am Bergesfuß. Wie misst du, was dein Leben ist? Ist es gut und groß und schön? Du siehst es schlecht aus Menschensicht. Dein Leben kannst du nur durch Gottes Augen sehen. Ein See aus Gold in der Wüste hat den Wert vom Wasserkrug. Ein verirrtes Lamm sieht als König den Jungen, der es nach Hause trug. Ein Mann verliert alles, was er hat, und beginnt nochmal von vorn. Ist er ganz gestorben oder wieder neu geboren? Wie misst du eines Menschen Wert in Reichtum, Stärke, Macht? Hat er kein Haus oder hat er 10? Die Antwort ist leicht, die Antwort erreicht nur, wer versteht, durch Gottes Auge sich zu sehen. Und darum teilen wir alles hier, auch wenn es wenig war. Wenn es nichts ist, was wir haben, dann ist ja alles da. Ja, Leben wird vergehen im Wind, wir fahren auf dem Glücksrad mit. Du siehst ja nie den ganzen Tanz, es zählt nur der nächste Schritt. Es zählt nur der nächste Schritt. Bist du eines Menschen wert, durch was er kaufen kann? Du siehst es nie mit Erdenblick, was Gottes Augen sehen. Sieh dich nur an, sieh dich nur an, sieh dich durch Gottes Augen.